Was kann ich machen, wenn mir das automatische Inhaltsverzeichnis von Word noch nicht zu 100% gefällt? Erstmal, wie kriege ich es an sich rein? Da gehe ich auf den Reiter Verweise, vielleicht heißt er auch Referenzen, je nach Word-Version, und dann gehe ich auf Inhaltsverzeichnis. Da kann man das einfügen. Ich klicke jetzt einfach mal eins an, irgendeins, schauen wir uns das mal an. So würde das aussehen. Vielleicht ist das wunderbar schon für Sie, dann sind Sie jetzt fertig mit dem Video. Vielleicht passt da aber was noch nicht. Und darauf gehe ich jetzt im Weiteren ein. Erstmal, was hatten wir jetzt hier für Optionen überhaupt noch? Was waren die anderen Sachen? Naja, dieses Verzeichnis hier hat Inhalt drüber stehen. Dieses Verzeichnis hat Inhaltsverzeichnis drüber stehen. Ansonsten ist es das Gleiche. Ich füge es mal ein. So, sieht eigentlich genau gleich aus, nur die Überschrift ist anders. Dann, was haben wir noch? Wir haben das manuelle Inhaltsverzeichnis. Das brauchen Sie nicht, wenn Sie mit den Formatvorlagen in Word gearbeitet haben. Sie sehen ja, dass bei mir gerade eben schön die ganzen Überschriften automatisch drinstehen. Wenn Sie jetzt von vornherein nicht mit den Formatvorlagen gearbeitet haben, alles von Hand geschrieben haben, dann bräuchten Sie diese manuelle Tabelle und könnten da was einfügen. Ich empfehle aber stark, mit den Formatvorlagen zu arbeiten, so wie im Schnellkurs Word geschildert, auch auf dem Channel, können Sie sich anschauen. Weil dann brauchen Sie dieses Ding nicht, sondern können den Luxus genießen, automatisch alles befüllt zu bekommen mit einem von den beiden. Oder eben mit dem dritten. Das wäre das benutzerdefinierte Inhaltsverzeichnis, das wäre hier. Und da drin hat man alle anderen Optionen, die uns jetzt hier noch fehlen. Okay, was könnte uns jetzt hier an sich erstmal stören? Gucken wir erstmal, an sich eigentlich ganz nett, aber wir merken, dass wenn wir durch dieses restliche Dokument gehen, diese Überschriften, die sind irgendwie in Areal schwarz und in, was ist das, 16 oder? 16, ja. Während die Überschrift hier irgendwie anders aussieht. Warum? Weil das hier gar keine Überschrift 1 ist. Klappen wir mal die Formatvorlagen aus. Das macht man hier bei diesem kleinen Symbol. So, das sind die. Und wir sehen, das ist eine Inhaltsverzeichnis-Überschrift. Keine Überschrift 1. Eine Überschrift 1, die würde anders aussehen. Die hätte dann automatisch dieses Areal 16. Warum ist das hier eine extra Formatvorlage? Weil Sie oft mal die Vorgabe haben, dass das Inhaltsverzeichnis sich nicht selber beinhalten soll. Und das erreichen Sie, indem Sie eine andere Formatvorlage benutzen als eben die Überschrift 1. Das Inhaltsverzeichnis wird immer alle Formatvorlagen Überschrift 1, 2 und 3 ziehen und eben hier darstellen. Bedeutet, ich habe das hier mal vorbereitet, also hier ist schon die Überschrift 1 ausgewählt. Wenn man hier Inhaltsverzeichnis schreibt und dann das Inhaltsverzeichnis mal aktualisiert, also einfach Rechtsklick und dann aktualisieren. Jetzt sehen wir, da drin steht jetzt auch das Inhaltsverzeichnis selber drin. Wenn das für Sie in Ordnung ist, dann wunderbar. Wenn das für Ihren Dozent nicht in Ordnung ist, dann müssen Sie es auf diesem Weg hier machen. Sie sehen jetzt übrigens auch, dass hier automatisch die Kopfzeile sich befüllt. Wunderbar. Warum das? Wer das jetzt noch nicht weiß, der hat den Schnellkurs Word noch nicht gesehen. Da steht nochmal drin, wie man so eine schöne Kopfzeile bekommt. Ich persönlich finde das hier so in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, dass das Inhaltsverzeichnis sich selber beinhaltet. Ich werde deswegen so weitermachen mit dem hier. Falls Sie es so brauchen, dann müssten Sie jetzt einfach hier diese Formatvorlage noch ein bisschen anpassen. Das heißt, Sie gehen her, Sie nehmen die Inhaltsverzeichnisüberschrift und ändern die hier im Dropdown-Menü ab. Ändern und dann machen Sie hier eben Areal 16 fett und sagen, das soll schwarz sein. So. Jetzt sieht es so ähnlich aus, aber wie gesagt, ich mache jetzt nicht so weiter. Ich wollte nur erklären, was es damit auf sich hat. Ich werde es so machen, dass ich eine Überschrift 1 habe und drunter ein Inhaltsverzeichnis ohne eine Überschrift. Also lösche ich das komplette Ding mal weg. Lösche ich übrigens hier großzügig, damit ich keinen Rest an Funktionstext habe. Nochmal kurz checken. Ja, ist nichts übrig. Okay, Enter. Jetzt habe ich eine neue leere Zeile. An der Stelle möchte ich jetzt gerne ab jetzt das benutzerdefinierte Inhaltsverzeichnis erstellen. Wie sieht es aus? Fügen wir es erstmal ein. Also Verweise, Inhaltsverzeichnis und hier drin das benutzerdefinierte Inhaltsverzeichnis. Erstmal einfach nur so abschicken. Wie sieht das aus? Okay, eigentlich komplett gleich, nur dass es jetzt halt keine eigene Überschrift mehr hat. Das hier ist ja meine Überschrift 1. Das benutzerdefinierte hat jetzt keine eigene Überschrift mehr. So will ich es jetzt ja haben. Gut, was kann man jetzt hier drin einstellen? Eigentlich alles, das ist das Schöne. Und ich würde es jetzt so machen, ich fange an mit dem generellen Layout
Dann beschreibe ich, was links vielleicht nicht passt und dann beschreibe ich noch, was rechts vielleicht nicht passt. Also, generelles Layout, was heißt es? Ab jetzt werde ich immer den Cursor in mein Inhaltsverzeichnis reinstellen und werde dann noch ein neues einfach drüber einfügen. Das ersetzt dann das alte. Also, benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis. Was haben wir hier für Optionen? Wir sehen zunächst mal da Formate von Vorlage. Was heißt das? Ich nehme mal einfach was anderes. Klassisch. Aha, okay, sieht irgendwie schon sehr anders aus. Dann habe ich hier noch einfach. Aha, sieht auch sehr anders aus. Außerdem wurde jetzt hier gerade eben irgendwie was umgewählt. Das hier sind verschiedene Vorlagen noch, die man jetzt wählen kann. Und jede von denen sieht ein bisschen anders aus. Und jede von denen überschreibt Ihnen Ihre vorhandenen Formatvorlagen des Inhaltsverzeichnisses. Das heißt, die Verzeichnisse 1, 2, 3, das sind die Formatvorlagen, die im Moment hier gezogen werden für die Ebene 1, die Ebene 2 und, sieht man jetzt hier nicht, die Ebene 3 des Inhaltsverzeichnisses. Und die überschreiben Sie, wenn Sie hier irgendwas wählen, es sei denn, Sie wählen von Vorlage. Von Vorlage heißt, Sie ändern nicht die bestehenden Formatvorlagen von Überschrift 1, 2, 3, von Inhaltsverzeichnis 1, 2, 3. Sie können die auch noch selber ändern, und zwar hierbei ändern. Da gehen wir nachher noch drauf. Ich zeige es mir schon mal jetzt. Hier ist Verzeichnis 1, 2, 3. Da kann man ändern. Ist genau das gleiche, wie wenn man hier drüben die auswählen würde und da auf Ändern geht. Aber an sich, was haben wir jetzt hier drin noch? Wir haben einmal die Möglichkeit, Seitenzahlen anzuzeigen oder eben nicht anzuzeigen. Finde ich jetzt an sich nicht besonders sinnvoll, die auszublenden, aber wer es mag. Dann hier links anstelle von Seitenzahlen. Links würde heißen, dass Ihr Inhaltsverzeichnis nachher klickbar ist, auch im PDF, und dass man direkt an die Stelle springen kann. Finde ich eigentlich ganz schön, lasse ich mal gesetzt. Das ist hier ein bisschen irreführend, die Seitenzahlen werden trotzdem da sein, auch wenn Sie hier links auswählen. Schauen wir uns das mal an. Sie sehen, wir haben trotzdem noch Inhaltsverzeichnis Seitenzahlen. Die wären nur nicht mehr da, wenn Sie bei dem benutzerdefinierten Inhaltsverzeichnis hier diese Checkbox rausnehmen. Dann sind die weg. Also wir wollen Seitenzahlen und wir wollen, dass es klickbar ist. Dann wollen wir die Seitenzahlen gern rechtsbündig oder eben auch nicht. Wenn sie nicht rechtsbündig sind, dann sind die direkt nach den Überschriften, wenn Sie das mögen. Wenn die rechtsbündig sein sollen, dann kann man hier noch auswählen, mit was für Füllzeichen. Füllzeichen sind eben jetzt in diesem Fall gerade eben noch die Punkte. Man könnte da jetzt auch was anderes nehmen, zum Beispiel hier eher diese Striche. Ich nehme jetzt mal diesen Unterstrich, klicke mal auf OK. So, jetzt habe ich das hier bei der zweiten Ebene, da habe ich das gerade eben eingestellt. Wem es gefällt, wunderbar. Gucken wir uns noch ein paar Optionen an. Also, wir möchten jetzt hier drin vielleicht mehr Ebenen anzeigen. Das ist eine häufige Vorgabe, die ich höre. Da heißt es dann, ja, was ist denn, wenn ich jetzt mehr Ebenen habe als nur drei? Wie kriege ich die rein? Das wäre hier. Wenn ich nicht nur drei hier haben möchte, sondern vier, dann mache ich das einfach so, klicke dann auf OK und bekomme jetzt hier auch noch die vierte Ebene angezeigt. Sie sehen das hier gerade eben, kann man nicht sehr gut markieren. Das wäre jetzt noch die vierte Ebene. Braucht man das? Generell nicht. Also wenn Sie ein Dokument haben, eine Bachelor-, Master-, Doktorarbeit und da drin sind vier oder fünf oder sechs Ebenen, das können Sie gern machen, aber das Inhaltsverzeichnis listet generell nur die ersten drei Ebenen. Sie brauchen nicht mehr. Das heißt, das würde ich an sich nicht machen, selbst wenn es im Dokument dann vorkommt, weil eigentlich dann die Übersicht leidet. Okay, schauen wir uns noch an, was wir sonst noch haben. Also ich nehme jetzt hier wieder drei. Jetzt haben wir hier noch Optionen und danach hier noch bei Ändern, da werden wir noch ein bisschen Zeit verbringen. Was sind denn die Optionen? Aha, was ist das? Hier drin steht, welche Formatvorlagen überhaupt vom Inhaltsverzeichnis angezeigt werden. Ist das interessant? Generell nicht, aber wenn Sie mit Enden oder mit Citavi arbeiten, dann schon. Hier drin steht jetzt, Überschrift 1, 2 und 3 haben die Inhaltsverzeichnisebene 1, 2 und 3. Wenn Sie jetzt mit Citavi arbeiten, dann erstellt Ihnen Citavi ja Ihr Literaturverzeichnis und die Literaturverzeichnisüberschrift hat die Formatvorlage Citavi Bibliography Heading. Und die würde normalerweise nicht auftauchen in Ihrem Literaturverzeichnis, in Ihrem Inhaltsverzeichnis,
Außer sie geben hier auch an, dass diese Formatvorlage im Inhaltsverzeichnis auftauchen soll, und zwar bei der Ebene 1. Jetzt würde die auch gezogen werden. Ähnlich geht es dann bei EndNote. Auch da gibt es dann eine Formatvorlage. Oder Sie haben sich entschieden, dass Sie verschiedene Überschriften definieren, zum Beispiel einmal gezählte Überschriften, und dann haben Sie eine extra Formatvorlage gemacht für ungezählte Überschriften. Da müssten Sie auch gucken, dass beide hier drin auftauchen. Dass beide also hier eine Zahl stehen haben, die dann definiert, in welcher Hierarchie sie im Inhaltsverzeichnis auftaucht. Okay, mehr kann man hier nicht machen, also gehen wir da raus. Jetzt gehen wir auf den großen Punkt Ändern, wo wir eigentlich dann diese drei verschiedenen Formatvorlagen, Verzeichnis 1, 2, 3, noch anpassen können. Und hier würde ich jetzt, wie gesagt, so machen, ich kümmere mich erst darum, um was kann sein, wenn es links noch nicht passt, und dann drum, was rechts noch nicht passt. Damit meine ich, wir haben jetzt hier links im Moment noch Einzüge. Was ist, wenn uns das nicht gefällt? Was, wenn der Abstand zwischen Nummer und diesem Anfang vom eigentlichen Text uns nicht gefällt? Und dann nachher noch, was ist, wenn jetzt eigentlich die Überschrift so lang ist, dass es hier drüben rechts blöd aussieht? Und dann noch ein bisschen, wie man jetzt vielleicht das Zeug an sich, ja gut, das Fett machen, das kann ich eigentlich so kurz zeigen. Das kann ich auch hier kurz zeigen. Also die generellen Sachen, die haben Sie im Schnellkurs Word ja schon gelernt. Wenn Sie jetzt Verzeichnis 1 hier fett machen, fett, so, jetzt ist Verzeichnis 1 halt überall fett. Das können Sie auch mittlerweile selber, wenn Sie den Schnellkurs Word angeschaut haben. Mir geht es jetzt darum, um diese speziellen Sachen, diese Einrückungen links und rechts. Wie komme ich da dran? Bleiben wir doch einfach direkt hier bei diesen Formatvorlagen, dann muss ich nicht immer in dieses benutzerdefinierte Inhaltsverzeichnis. Also, erstmal der linke Einzug, wo steht der? Das hier ist ja die zweite Ebene, das heißt, ich muss Verzeichnis 2 ändern. Gehen wir hier drauf auf Ändern und dann können wir bei Format Absatz einstellen, wo der linke Einzug sein soll. Nämlich hier bei Einzug links, da ist gerade 0,42 cm, wollen wir nicht, wir wollen 0 cm. Also für dieses Beispiel. Okay, schauen wir uns das an. Jawohl, jetzt rutscht es hier so rüber. Und dann wollen wir das vielleicht auch noch für die zweite und die dritte Ebene, für die dritte und die vierte Ebene, aber das lasse ich jetzt einfach mal kurz sein. Was wir jetzt hier gerade gemerkt haben, die Zahl rutscht rüber, aber nicht der Text selber. Was ist, wenn ich den Text jetzt auch noch mitziehen möchte? Wo wird der definiert? Naja, das würde jetzt gehen bei, schauen wir nochmal rein, Verzeichnis 2, Ändern. Und das wäre jetzt nicht bei Absatz, sondern bei Tab-Stops. Tab-Stops sagt, wo, wenn man Tabulator drückt, der Text weitergeht. Und in dem Fall ist ein Tabstopp definiert bei 1,55 cm, das ist hier. Und wenn ich jetzt möchte, dass es früher wäre oder später, dann kann man das hier einstellen. Als erstes füge ich jetzt den neuen ein, den möchte ich jetzt vielleicht bei 1,0 cm, dann sage ich festlegen. Und jetzt kann ich den alten, den vorherigen löschen. Ich muss noch schauen, dass diese ganzen Angaben hier identisch sind. Zum Beispiel gibt es einmal bei dem unteren Tabstopp, da ist es rechts, während es bei dem hier links war. Ich gucke jetzt, dass mein neuer identisch ist mit dem alten. Jawohl, ist er. Und dann kann ich diesen alten hier löschen. Sage ich okay und okay. Und jetzt rutscht mir der Text ein bisschen näher ran, eben jetzt auf den Einser-Tabulator auf 1,00 cm kann man auch bei Ansicht lineal sehen. Dieses kleine L-Zeichen hier, das ist der Tabulator, der da definiert ist. Und den haben wir jetzt eben nur hier definiert. Hier ist es ein anderer Tabulator, ungefähr bei 2,3 ist der. Schauen wir uns den mal kurz an. Bei Verzeichnis 3 wäre der also Ändern, Format, Tabstopp. Ja, 2,33, da ist der. Den könnte man jetzt auch auf die gleiche Weise wieder ändern, lasse ich jetzt mal. Okay, so würde man links das Zeug in Ordnung bringen, was einem noch nicht gefällt. Was ist jetzt, wenn man rechts noch was hat, was nicht passt? Sagen wir, wir möchten nicht, dass dieses Wort Weiteres wirklich bis so weit geht, wie die Seitenzahlen rechts enden. Wie mache ich das? Das wäre jetzt ja hier die erste Ebene, das heißt, die muss Verzeichnis 1 anpassen. Da klicke ich drauf und sage Ändern. Und da kann ich jetzt bei Format, Absatz und Einzug rechts einstellen, dass da kein Einzug mehr sein soll. Ich probiere es mal aus, mal nur 0,5. Schauen wir einfach mal, wie das aussieht.
Ja, okay, jetzt haben wir das hier schon. So würde das gehen. Was es manchmal auch noch gibt, wäre der Blocksatz oder Flattersatz. Den kann man auch ganz normal einstellen, hier bei Verzeichnis ändern. Das wäre schon hier. Also im Moment haben wir hier noch Blocksatz. Wir können jetzt auch Flattersatz linksbündig nehmen. Sie sehen ja den Unterschied hier schon ein bisschen in der Vorschau. Nehmen wir mal links, sagen okay. So, jetzt ist es noch ein bisschen weiter drüben. Aber eben nur, weil die Leerzeilen jetzt nicht mehr so breit sind. Okay, das wäre jetzt eigentlich schon fast alles. Wenn man jetzt nachträglich noch irgendwie was ändern möchte, wirklich jederzeit immer über die Formatvorlagen, niemals hier drin selber was ändern. Kann ich zwar machen, ich kann das jetzt hier rot machen, aber das bringt mir eigentlich relativ wenig, weil das alle paar Sekunden wieder rausfliegt. Ich meine, ich kann jetzt hier bei Rechtsklick Felder aktualisieren, das Inhaltsverzeichnis aktualisieren, nur die Seiten oder auch das komplette Verzeichnis. Aber immer wenn ich sowas mache, fliegt mir dann halt auch alles, was ich von Hand hier geändert habe, raus. Deswegen immer schön die Formatvorlagen hier drüben definieren und dann das Verzeichnis ersetzen. Und wenn irgendwie doch noch irgendwie eine Funktion jetzt nicht dabei war, die Sie gesucht haben, wenn Sie irgendwas noch nicht haben, wenn das Ding immer noch nicht so aussieht, wie Sie es gern hätten, melden Sie sich einfach bei mir. Okay, vielen Dank.